Ich halte mich ja lieber raus. Nee, da war es auch nicht. Basti ist noch da, okay. Schauen wir doch mal weiter. Weil hier irgendwo war auch der Typ, der so viel rumgegrölt hat. Dass alle Ungläubigen sterben müssen und so weiter. Oder? Oh. Nee, anscheinend nicht. Wo ist das hier jetzt schon wieder? Ah, da. Hier sind die drei Jungs, die immer noch rumsitzen. Er hatte uns damals vor den Sumpfhaien gewarnt. Aber wo ist der Baal, der so stinkig war? Hier müsste gleich die Schmiede kommen. Ah ne, hier ist er ja. Das ist die noch da? Gut. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Gut, also hätten wir seine Stimme auch noch. Dann fehlt nur noch Balkadar. Dann hätten wir alles hier im Sumpflager erledigt, außer das Kraut abzugeben. Aber damit warten wir ja noch. So, und der war gleich hier vorne praktischerweise. So, jetzt sollen wir einfach den einschläfern. Wir haben aber noch nie eine Schriftrolle benutzt. An der Geschichte muss doch wohl gucken wir doch mal, wie das wird. Du da. Schlaf. Okay, der Zauber wirkt schon mal. Wir wurden vom Keimtempel angegriffen. Alles gut. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Hat ja richtig was im Angebot. Okay. Licht, Heilung, Windfaust. Na, für Heilung haben wir das Fleisch. Ring aus Holzhaut. Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Magie, Schutz vor Waffen. 200 Erz. Wäre ein bisschen knapp. Wir sollten immer was da haben, um Leute zu bestechen. Na gut, das lassen wir dann erstmal. So, also ihn haben wir auch. Dann müssen wir uns jetzt endlich entscheiden, welchem Lager wir beitreten. Damit wir wissen, ob wir das Kraut abgeben oder nicht. Also, was spricht für das Sumpflager? Für das Sumpflager spricht, die Leute sind eigentlich einigermaßen okay, wenn man die Struktur hier ignoriert. Also, dass die Novizen ziemlich schlecht behandelt werden und dass es dann die Baals gibt und die Gurus und die Templer, die alle verschiedene Aufgaben haben. Aber es wird keiner schikaniert, jedenfalls nicht offensichtlich. Und sie haben mächtige Magie. Die anderen Lager haben zwar ihre Magier, aber ob wir ein Magier werden könnten bei denen, ist fraglich. Hier im Sumpflager scheint jeder da Zugang zu haben, sofern er sich dafür interessiert.
sprach noch etwas dafür? Nicht wirklich. Also die gammeligen Hütten und tagelang Krautstampfen ist nicht unbedingt so toll. Nee, also stimmt nichts mehr dafür. Dagegen stimmt halt, wie gesagt, gerade die Sklavenarbeit. Die arrogante Art der Gurus. Die Tatsache, dass der Schläfer alle Ungläubigen umbringen will. Ja, das sind schon mal alles heftige Sachen, die dagegen sprechen. Wobei die Sklavenarbeit ja in jedem Lager betrieben wird. Also im alten Lager sind es halt die Butler, die ausgenutzt werden. Hier im Sumpflager sind es die Novizen. Und im neuen Lager sind es die Reispflücker. Ha, na gut, altes Lager. Schutzgelderpressung ist sehr negativ. Dann die Schikanierung von den Leuten, was führt ja dazu? Dass keiner der Aufträge überhaupt irgendwas gebracht hat. Also sie nutzen einen sehr stark aus. Heißt, wir können nicht erwarten, da irgendetwas Gutes zu bekommen, sondern immer nur das, was gerade über ist. Die einzigen Vorteile sind der Zugang zu den Außenweltwaren. Und wenn wir irgendwann in der Position eines Gardisten sind, dann könnten wir andere Leute auspressen und beeinflussen und was weiß ich. Aber ob wir das wirklich wollen, ist eine andere Sache. Beim neuen Lager stimmt dafür, dass die Leute einigermaßen okay sind, wenn man jetzt von dem Reislord absieht, aber um den können wir uns ja kümmern. Weil in den anderen Lagern sind es die hohen Tiere, die Arschlöcher sind. Also die Leute manipulieren und alle für sich arbeiten lassen und so weiter. Im neuen Lager ist der Reislord kein hohes Tier. Er ist einfach nur derjenige, der für den Reis zuständig ist. Die Leute, die was zu sagen haben, sind Lee und Laris, also die Anführer von den Banditen und von den Söldnern. Und die waren bisher vollkommen okay. Außerdem haben sich jede Menge Möglichkeiten geboten, wie wir Erz machen können im neuen Lager. Das spricht auch dafür. Und sie haben einen Ausbruchsplan. Den haben die zwar hier im Sumpflager auch, aber deren Ausbruchsplan besteht darin zu hoffen, dass ihr Gott eingreift und dem glauben wir nicht wirklich unbedingt. Also wir könnten es so halten wie Lester hier vorne, der einfach sagt, ja, ich glaube, das ist alles okay so und mitmachen, aber wirklich rauskommen werden wir dadurch nicht. Und die im alten Lager haben sich damit abgefunden, dass sie einfach hier drin bleiben, weiter Erz schürfen und das dem König verkaufen. Also ja, das neue Lager klingt wie die beste Wahl. Was heißt das jetzt für uns? Für uns heißt das, wir könnten das Kraut auf jeden Fall verkaufen, weil uns die Meinung vom Sumpflager egal ist. Wir können das Rezept von hier stehlen und könnten es im alten Lager verhökern, aber wir könnten auch genauso es einfach behalten und versuchen, es anderweitig zu verkaufen. Denn im alten Lager haben wir, wie gesagt, nie irgendwas bekommen für unsere Aufträge. Ja, haben wir hier noch irgendwas zu erledigen? Ja, gucken wir mal kurz bei Coeur Colombe vorbei, ob wir nicht den Trank oder das Rezept jedenfalls für die Tränke stehlen können. Schade ist es um Lester. Das wäre übrigens noch ein Pluspunkt hier für das Sumpflager, denn er war echt okay. Hat uns geholfen, wo es nur geht, hat nichts dafür verlangt. Aber wir können ja nicht die Leute aus den einzelnen Lagern nehmen und selber ein Lager aufmachen. Das wäre natürlich die beste Option. Nur fraglich ist, wen aus dem alten Lager wir mitnehmen würden. Der einzige aus dem alten Lager, der okay war, war Kirgo. Auch wenn er uns später niedergeschlagen hat, aber es war halt ein Kampf. Oh, wo wir gerade hier sind, die Schmiede könnten wir noch kurz besuchen. Die war doch hier vorne, ja. Das verlasst dich auf jemanden und wahrscheinlich hast du. So, du warst der Schmied? Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Aber ihn hatten wir, glaube ich, schon mal angeguckt und der hatte nichts Ordentliches. Ja, haben unser ganzen Krimskrams hier verkauft. Nee, er hat nichts. Schade, schade. Und der Rest hatte nichts zu sagen und nichts zum Handeln. Ha, da ist eine Kiste. Ja, also das könnten wir auf jeden Fall schon mal mitgehen lassen. Müssen wir nur warten, bis es nachts ist. Und Coeur Colombe war oben beim Alchemisten. Oh, können unsere Tagesration noch abholen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm.
3 schwarzer Weiser. Ich glaub kaum, dass aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Mal schauen, ob wir das Kraut hier besser loswerden, auch wenn es ziemlich dreist wäre. Nee, gibt uns auch nur 4 Erz das Stück. Na gut, verkaufen wir mal die Hälfte bei ihm. Ist zwar auch schon auffällig, so eine große Menge zu verkaufen, aber besser, als wenn wir alles hier verkaufen würden. Oh, so viel hat er gar nicht. Solange ich damit nichts zu tun habe. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. War doch klar, dass das Ärger gibt. Solange ich damit nichts zu tun habe. So, und jetzt zu Korkalom hoch. Oder wollen wir erst warten, bis es Nacht ist und die Wache vielleicht nicht mehr da ist? Ja. Warten wir lieber. Bis tief in der Nacht. Ups, war das deine Hütte? Okay. Hat wohl kein Problem damit, wenn andere Leute in seinen Betten schlafen. So, hoch da. Oh, die Schmiede scheint nicht leer zu sein, wo ich gerade sehe. Da sind immer noch 2 Wachen und der Schmied. Ärgerlich, ärgerlich. Ah, und die Wache hier ist auch noch da. Na gut, aber Korkalom ist abgelenkt mit seinen alchemistischen Sachen. Das heißt, wir könnten versuchen, es einfach so hinter seinem Rücken zu klauen. Ist zwar gefährlich, wirklich gefährlich wegen der Wache da draußen, aber ein Versuch ist es wert. Stellen uns einfach hier hin, tun so, als wenn wir ihn bei seiner Arbeit beobachten würden und knacken währenddessen das Schloss hier. Also, links. Rechts. Wir können die Schlösser nicht mehr knacken, weil unsere Fähigkeit nicht hoch genug ist. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Was ist mit der Kiste? Links ging nicht. Ah, rechts ging. Nochmal rechts. Ah, nochmal rechts. Rechts, rechts, links. Links. Ah, rechts, rechts, links, rechts. Und das Rezept, super. Ganz leise wieder zumachen. Und er ist immer noch im Braun. Schön, schön. Tschüss, Meister, wir haben genug gelernt. So, weg hier. Auch wenn wir schon ein bisschen interessiert daran sind, was in der anderen Kiste war. Aber wenn in der einfach zu knackenden Kiste schon das Rezept drin war für Heiltränke, was könnte denn erst in dem anderen drin sein? Aber das muss warten. Können wir das bei der Schmiede auch so versuchen? Lass uns lieber über was anderes reden. Ah, es sind ganz schön viele. Wie viele Dietriche haben wir? 6. Na gut, stellen wir uns mal, nehmen wir uns an die Kiste an und versuchen dann heimlich das zu knacken. Links, 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 rechts, 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 links, rechts, rechts, links, links. Boah. Also bisher war es links, rechts, rechts, links, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, links, links. Uffala. Wow, Jackpot. Ja, das dürfte jetzt eine ganze Weile dauern. Also wir hocken auf der Kiste, haben zwischen unseren Beinen das Schloss geknackt und lassen jetzt Schritt für Schritt jede Klinge, die da drin war, in unseren Rucksack, den man nicht sehen kann, wandern. Und hauen dann ab. Ja, gut, dass wir uns für die anderen Lager entschieden haben. Wir werden auch jeden Schutz brauchen aus den anderen Lagern. Oder aus dem anderen Lager. Denn das Sumpflager wird tierisch stinkig auf uns sein, sobald die rausfinden, was wir hier alles angestellt haben. Also das ganze Sumpfkraut mitgehen lassen, den Schmied ausgeraubt, den Anführer der Novizen Korkalom bestohlen. Wo laufen wir überhaupt hin? Ah, nachts im Sumpf ist eine böse Idee. Also ja, sobald wir im neuen Lager aufgenommen wurden, dürfen wir uns eine ganze Weile hier nicht sehen lassen. Weil so ein Templer mit einem Zweihänder würde ganz schnell kurz einen Prozess aus uns machen.